An Unfallstellen sind Schaulustige ein Problem. Sie behindern unter Umständen sogar die Rettungskräfte. Und das, obwohl Gaffer sogar strafrechtlich belangt werden können. Notfallsanitäter Benjamin Lieber aus Schönebeck kennt das Gafferproblem aus seinen täglichen Einsätzen. Das ist keine zwei Wochen her. Wir waren an einem Unfallort, an einem Kreuzungsbereich, wo zwei Fahrzeuge ineinander gefahren sind und Ersthelfer bereits vor Ort waren, sich auch auf der Straße befanden, genauso wie die verunfallten Personen. Um die halt zu schützen, haben wir den RTW quer über die Straße gestellt, sodass man unserer Meinung nach gar nicht mehr hätte vorbeikommen können. Und da war halt eine Autofahrerin, die ist quer über den Gehweg gefahren, hat dabei fast noch einen Feuerwehrmann mit umgefahren, hat dort dann gewendet und ist nochmals an dieser Unfallstelle vorbeigefahren. Dass natürlich die Menschen neugierig sind und dass sie mal einen Blick auf irgendwelche Unfallgeschehen werfen, ja, okay, aber so ein Verhalten ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Eine Erfindung soll solche Situationen verhindern. Die ist seit einiger Zeit an Benjamins Rettungswagen angebracht. In der ungewöhnlichen Musterung am Auto versteckt sich nämlich ein QR-Code. Der wird beim Fotografieren vom Handy gelesen. Sobald man hier halt das Handy einmal draufhält, erkennt man schon einmal, wie der QR-Code aufploppt. Man kann das Handy auch wegnehmen, der Link bleibt erhalten. Wenn man dann drauf tippt, hat man halt gleich einmal die Warnung, Achtung, Gaffen tötet. Wenn man dann weiter runter scrollt, hat man dementsprechend dann auch noch weitere Informationen. Die deutliche Warnung und die Zusatzinformationen sollen den Nutzer dazu bringen, kein Foto zu machen. Hinter der Idee steckt eine Werbeagentur, die mit den Johannitern zusammenarbeitet. Christoph Schlossnickel erzählt uns, wie es dazu kam. Die Idee, einen QR-Code einzusetzen, um Gaffende davon abzuhalten, einen Unfall und einen Rettungseinsatz zu filmen, entstand durch die Beobachtung einer Kollegin. Eine Kollegin hatte beobachtet, dass als ihre Großmutter mit ihrem Smartphone ein Foto machen wollte, das Smartphone automatisch auf einen QR-Code reagiert hatte, der im Hintergrund irgendwo auf einem Plakat platziert war. Und durch diese Beobachtung kamen wir auf die Idee, hey, das, was hier durch Zufall passiert, das kann man doch nutzen. Damit der QR-Code von allen Seiten erfasst werden kann, haben Christoph und sein Team gleich ein ganzes Muster entwickelt. Die größten Herausforderungen, vor der wir standen und vor der wir auch immer noch stehen, ist die sehr spezielle und sehr komplexe Rechtslage, was die Gestaltung von Rettungsfahrzeugen in Deutschland angeht. Es gibt in jedem Bundesland in Deutschland eine eigene Rechtslage, wie Rettungsfahrzeuge gestaltet werden müssen bzw. gestaltet werden dürfen. Und dementsprechend hat das einiges an Abstimmung bedarf, um das Design so anzupassen, dass es mit diesen Regularien auch in Einklang geht. Dazu durften sie das Muster zum Beispiel nur auf weißem Untergrund aufbringen. Außerdem mussten sie es in der Größe so gestalten, dass ausreichend reflektierende Flächen am Wagen frei bleiben. Denn dieser muss zum Beispiel im Dunkeln immer eindeutig als Rettungswagen zu erkennen bleiben. So entspricht der Aufdruck mittlerweile den Regularien in 10 Bundesländern. Wie Leute auf die Idee reagieren, testen unsere Kollegen von Voss und Team auf dem Marktplatz von Nossen. Sie inszenieren ein Unfallszenario, um Schaulustige anzulocken. Und platzieren den Rettungswagen vor dem Geschehen. Die Leute, die stehen blieben und das Handy zückten, sprach Reporter Thomas Böttcher direkt an. Wenn jetzt ein Gaffer auf der Straße ein Foto macht, wie du es gerade gemacht hast, erscheint dieser Hinweis auf diese Website. Geil. Und vielleicht, und das ist die große Hoffnung, ist das für viele so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, dass sie vielleicht doch... Es wird einige geben, die vielleicht zur Vernunft kommen, aus meinen alles. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber findest du gut, die Idee? Finde ich einwandfrei. Ja? Weil ich sage mir immer, es ist passiert, es ist schlimm, was passiert ist. Ne? Und einfach weiterfahren. Es geht mich nicht an.
Ei, das ist ja cool. Das bedeutet, dass man kein Foto mehr machen kann, wenn man gafft. Also keine Fotos mehr verbreiten, nee, wenn steht. Was passiert ist. Richtig. Das ist gut. Es ist wirklich sehr, sehr notwendig, das zu machen, ja. Weil das allzu oft auf der Autobahn passiert, dass ja. dann erst die Folgenunfälle sichtbar sind. Bei den Johannitern in Schönebeck sind 4 von 6 Rettungswagen mit dem Muster ausgerüstet. Benjamin Liebau sammelt damit bei seinen Einsätzen gute und schlechte Erfahrungen. Positiv ist, man kriegt die Passanten, die Bevölkerung dazu, mal über das Thema nachzudenken. So ein QR-Code ist für jeden interessant. Da sprechen wir halt auch wieder über die Neugierde des Menschen. Man möchte halt wissen, was versteckt sich hinter diesem QR-Code, sodass die Leute das auch gezielt mal ansteuern. Und so kriegt man die Menschen halt dazu, darüber nachzudenken. Negative Aspekte sind halt genau das Gleiche. Die Leute wollen halt wissen, was da drauf ist und kommen, dass es vielleicht auch gerade deswegen wieder reizt, an diesen RTW heranzutreten, wenn der Moment halt unpassend ist. Der Nutzen der Warn- und Aufklärungskampagne wird wissenschaftlich begleitet. Mitte des Jahres sollen erste Ergebnisse vorliegen.